Das neue Jahr beginnt gleich mit einem weiteren Großprojekt in der Stadt. Das Baureferat wird die triste Paul-Heiße-Unterführung innerhalb der kommenden 12 Monate schöner und sicherer machen. Die Stadtwerke München bauen quasi im Windschatten der Sanierung ihre Energienetze im Bahnhofsviertel aus. Um die Belastungen für den Verkehr und für die Münchner Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten, nutzen wir die Chance, in der Paul-Heiße-Unterführung unsere Netze, teilweise auch im Vorgriff, auszubauen. Dafür müssen wir, noch bevor die Fahrbahnsanierung stattfindet, eine Stromtrasse sowie Fernwärme- und Fernkälteleitungen verlegen. Die neuen Leitungen binden dann in der Arnulfstraße und in der Schwanthaler Straße in die bestehenden Netze ein. Außerdem werden wir hier in der Paul-Heiße-Straße zwischen der Schwanthaler Straße und der Landwehrstraße den Ausbau unserer Strom-, Fernwärme- und Fernkältenetze fortsetzen. Damit profitieren die Münchnerinnen und Münchner von einem noch verlässlicheren und leistungsfähigeren Netz und dabei auch noch wahrscheinlich von einem CO2-ärmeren. Sobald die SWM in der Paul-Heiße-Unterführung fertig sind, übernimmt dort das Baureferat und beginnt mit der Sanierung der Unterführung. Die Arbeiten sind aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt. Dennoch müssen sich vor allem Autofahrende auf Umwege einstellen. Die Paul-Heiße-Unterführung wird von der Seidelstraße in Fahrtrichtung Bayerstraße gesperrt. Dafür wird eine Umleitung über die Marsstraße und über die Hackerbrücke eingerichtet. In Richtung Seidelstraße bleibt die Fahrbahn aber befahrbar. Die Fußgänger und Radfahrer können die Unterführung weiterhin in beiden Richtungen passieren. Kurzfristig wird es aber vielleicht auch zu Beeinträchtigungen der Fahrwege kommen. Dafür möchten wir Sie jetzt schon um Ihr Verständnis bitten. Die Paul-Heiße-Straße ist wegen der Baumaßnahme von der Landwehrstraße ab eine Einbahnstraße in Richtung Unterführung. Mit zunehmendem Baufortschritt werden die Einschränkungen für den Individualverkehr schrittweise zurückgenommen. Voraussichtlich Mitte September ist die Paul-Heiße-Straße dann wieder in beiden Richtungen befahrbar. Dann, zur möglichen Wiesenzeit, pausiert auch die Baustelle in der Unterführung und beide Richtungsfahrbahnen sind vorübergehend für den Verkehr freigegeben. Anfang 2022 sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein. Dann strahlt die neue Paul-Heiße-Unterführung in neuem Glanz. Und darunter schlägt in neuen Energieleitungen der Puls der Stadt.